Hast du da jetzt nicht so viel, wenn ich hier so stehe? Ja, brauchen wir wieder einen Tannenbaumtrichter, um in die Hose zu kommen? Ja. Passt der dicke Hintern hier drin, wa? Nee. Dicke Hintern passt hier drin hier. Ja, hier. Moin, moin. Mal wieder bei mir auf dem Hinterhof. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 8, Alter. Baby, ich bin da. Ich geb alles, was ich habe, ja. Michi sitzt oben bei mir auf Klo, ist gerade am Scheißen, der ist nämlich auch heute nicht da. Eigentlich wollten wir ja kein Motorrad fahren dieses Wochenende, aber sind jetzt doch spontan. Wegen dem schönen Wetter haben wir uns entschlossen, jetzt dann Landweg noch rüber zu fahren. Ist ja gleich hier bei mir um die Ecke. War noch schön mein Motorrad holen und wow. Oh, hier steht da der dicke V6. Hier die 1000 Zoll drauf. Facelift Grill inside. Nice, Alter. Nice, nice, nice. Hier. RYB3R Knallstall. Fettet Graffiti, Alter. Von mir nur für mich, Alter. Richtig nice. Ja, was ihr sonst gerade Neues? Also momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir so ein bisschen die Motivation, eigentlich überhaupt Videos zu machen. Wäre Michi nicht da gewesen, hätte ich heute durch auch nichts gemacht. Gegen, ob das Video überhaupt online kommt. Ja, ich habe einfach Bock auf ein neues Motorrad. Aber allerdings raubt mir der Vito momentan jeden einzelnen Euro, den ich habe, beziehungsweise auch ein bisschen die Nerven. Selber, weil ich gerade nicht so involviert bin, sondern mein Onkel, der auch gerade alles seine Kappe nimmt mit dem Bauen, weil der ist Kfz-Meister. Ich bezahle im Endeffekt bloß die Teile. Trotzdem danke auf jeden Fall an der Stelle schon mal an dich, Chris, Alter. Ich bin froh, wenn das Ding fährt. Wir haben jetzt angefangen, der Ölkühler muss gemacht werden, weil der ein bisschen geleckt hat. Und jetzt machen wir gerade alles komplett, wenn der Motor schon mal vorne auseinander ist. Das heißt, ich habe auch den Anlasser und die Lichtmaschine bei mir auf Arbeit gerade. Die wird gerade instand gesetzt. Ja, mal gucken, was noch mit dazu kommt. Vielleicht kommt ja dann nochmal ein kleines Video zum Video. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder eher nicht so. Ja, wie gesagt, videotechnisch ist gerade ein bisschen die Luft raus. Ein bisschen kotzt mir gerade mit meinem Motorrad an. Opi hat zwar wieder heilig gekriegt. War ja letztens, als wir im Riezen fahren waren, die Lektage. Für die Ökos unter euch, das war bloß Wasser. Also, hey, bloß Wasser ist trotzdem scheiße. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Naja, wie auch immer. Ja, was gibt's sonst gerade Neues? Nicht weiter, glaube ich. So. Du kriegst nicht mal einen Hampelmann hin, Alter. War doch ein Hampelmann, bin ich nicht genug Hampelmann? Ja, bist du noch Hampelmann. Hey, Alter, Michi, Alter, ne? Nicht Servus, Grüzi und Hallo, das ist ja, der falsche servus, Vlog. Servus, Grüzi, Hallo, ich bin 20 plus 2 und ihr seid? Los jetzt zum Training, ich hab meine Pulse nämlich schon. Ich hab heute schon, Herzrate nicht. Ich hab schon 10% gemacht, nur weil ich auf Scheiß ausgesessen hab. Ja, ich wollte gerade sagen, als wir angekommen sind jetzt vom Motorrad und waren aber bloß 6, Alter. War anstrengend, Kacken, wa? 11, das Laufen hat gerade 1% gemacht. Naja, wie auch immer. Gut, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich muss eigentlich nur noch auf Julia warten. Das dauert ja immer noch seine Zeit, bis die Mädels jetzt immer noch fertig sind. So, wir werden jetzt kicken, wie Michi jetzt hier runterfährt und sich seine Felgen kaputt fährt. Dein erster. Du bist am Schild gerade, Michi. Michi! Nee, jetzt nicht mehr. Ich dachte, ob ich bin. Also, du hast komplett was aus dem Reifen rausgerissen. an dem Ding und hier. Ja, und dann bist du hier komplett lang. Kicke. Ja, weil diese perfekte Einfahrt so eng ist, Alter. Nee, Michi, du musst einfach mal fahren lernen, Alter. Das nimmst du jetzt aber nicht mit rein. Herzlichen Glückwunsch, hast du gemacht. Ja, danke. Oh, guck dir an, hier die Old Lady, die ist frische Kerchert. Mm. Also, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal zur Strecke und dann. Ist aber gleich wieder da. Also Michi, der ist wieder nur für dich, Alter. Da wo gerade das Stück rausgerissen ist, aus seinem Gummireifen, meinst du? Dafür hat mir gerade fast die Biene in der Bene gestochen. Die kam gerade vorgekrabbelt, Alter. Nein, na, halt schick. Das ist doch ganz schön kalt. Ist ja nicht schlimm. Kann man noch. Ich habe immer geile Ding, Mann. Surprise, surprise. Fett, surprise, Alter. Geil. Aber da brauchst du heute nicht hinfilmen. Da oben. Da oben spielt die Musik auf dem Silo. Falls, da wird schön festgefahren, Alter. Festgefahren, ne? Ah, die ist schön griffig, oder?
Zieht die richtig die Schlippe aus, also die Hose, wa? Ja, jedes Mal. Ich guck der Arsch raus, wie bei dir immer. Geil. Ja, die Scheiß kriegst du nicht mehr ab, den Gummiriet, ne? Hat ja, ja. Aceton. Ne, Bremsenreiniger kannst du vergessen. Benzin oder so. Ne, muss Aceton musst du nehmen. Mhm. Muss man auch nicht zu viel nehmen, weil sonst löst sich das komplett ab. Aber hier hinten, ne? Da steht's ja eigentlich. Alter, geil, geil, geil. Also falls ihr da günstig eine 21er Honda abzuheben habt oder eine Kawa, für Geschenk nehme ich sie. Sofort. Weil langsam hat sie, glaube ich, ihren wohlverdienten Ruhestand sich verdient. So wie sie unser Team auflöst, so löst sie auch die Schrift ab. Ja. Nicht abreißen, ich will da noch ein bisschen Bestand haben. Ja, komm, jetzt räum her drauf, Alter. Scheiß auf 20 plus 2, komm her. Ja, ich hab's auch noch drauf. Und Michi, los, jetzt machen wir richtig hier. Warte, jetzt kommen schwarze Balken runter, die Musik geht los und Michi setzt den Helm auf in Zeitlupe. 3, 2, 1 und los. Nochmal? Ja, jetzt nochmal vernünftig. 3, 2, 1 und los. Säcke. Okay. Sprünge haben ungefähr 5 Anfahrten. Hier nochmal. So, 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 so. Gerade die hinten am Wald. Ey, und dann sind die, die eigentlich steil sein müssen, sind flach und die, die flach sein müssen, sind eigentlich steil. Ich habe auch eigentlich gar keine Lust mehr gehabt. Das war früher eh noch meine Lieblingsstrecke. Ich weiß nicht, wie man eine Strecke so dermaßen verschandeln kann. Die war früher so geil gewesen, die Strecke. Und jetzt ist es einfach nur noch scheiße. Als wenn du durch die Stadt läufst und so richtig Scheiße am Schuh hast. So fährt sich das hier. So ist das Gefühl. Diese. Ah, nee. Aber andere sind ganz geil. Ja, ich aber nicht. Wahrscheinlich sind wir einfach zu verwöhnt, weil wir so krasse YouTube-Stars sind. Aber ich habe keine. Das ist das letzte Mal, dass ich in Dante gefahren bin. Ich bin jetzt insgesamt sage und schreibe bestimmt so 10 bis 15 Runden gefahren, heißt pro Runde mindestens 1 €. Können wir einladen, nach Hause, auf den Couch und SWAT gucken. Nein, ich hab noch keine 100%. Ich habe 64. Ja, der musste nochmal. Scheiß hier, mit eurem scheiß Video hier kicke. Verliert lieber selber rausfahren. Warum wollt ihr uns denn immer zuschicken hier herkommen? Gibt so schöne Strecken. Ah! Mann, ey. So, weil ich ja gerade aus Versehen 2 Videos gelöscht habe, weil ich mit dem Handy-App die 30 Bilder, die wir gemacht haben, runtergeladen habe. Oh, was? Ja, hat er gelöscht? Noch kürzer, bist du nur behindert. Ja, ich gerade ja noch mal schön 2.10 gelöscht. Eigentlich hatte ich euch mit der Helmkamera mit den Normen, aber ich habe keinen Bock mehr. Übrigens habe ich neue Orthesen. Habe ich mir selber gekauft. Kann ich jetzt sagen, was ich will drüber. Die anderen musste ich zurückschicken. Die habe ich mir jetzt selber gekauft. Ich finde sie gut. Aber wenn man sich halt selber was kauft, dann kann man halt damit... Kleiner dürfen sie bei mir ohne sein. Ja, ja. Ach, kann man damit machen, was man will. Und wie gesagt, die teste ich jetzt für euch. Haben fast 1.000 € gekostet. Alter. Wenn mir die dann zu klobig sind, dann ruft mich keiner an und sagt, dass ich die wieder zurückschicken soll. Ja, wir fahren jetzt mal zu mir, machen wir den Bus. Dann nehmen wir euch einfach mal mit. Wir machen heute einen Battery-Vlog, Alter. Ja? Nee. Nachher noch mit in eine Wanne, wir wollen mit Michi gegenseitig den Rücken einschäumen, alles. Ja. Ja, also wir laden jetzt mal ein und dann, was zeige ich das überhaupt? Ich mache jetzt einfach einen Cut. Ich glaube, ihr wollt ja alle nicht. Doch, der Jürgen ist raus. Michi und...